Moin Leute, willkommen bei Gymnasty Playground. Ja, es ist ja wieder mal ein bisschen ruhig geworden. Das hat ja diverse Gründe wieder mal. Tut ja jetzt nichts zur Sache hier. Ja, also ich wollte mal einfach mal jetzt ein Video machen, euch erzählen, wie geht es weiter, was habe ich so geplant. Und ja, dann habe ich mir gedacht, es sind jetzt nur ein paar Autos rausgekommen oder kommen raus, die mich in, ich sag mal, gewisser Weise ein wenig interessieren. Aus den verschiedensten Gründen halt. So, damit rein spielt auch die Problematik mit Arma und Horizon Hobby. Wie ich darüber denke und so. Und das wollte ich einfach mal ein bisschen erzählen. So, und ja. Dazu, ich habe nämlich auch in letzter Zeit ein bisschen mein Video-Equipment abgegradet. Zumindest das Equipment, mit dem ich halt die Videos schneide. Da wurde es nach 6,5 Jahren mal Zeit, einen neuen Computer, weil ich bin ja Mac-Nutzer, habe ich vielleicht schon mal erwähnt. Da kann man so einen Rechner auch so lange benutzen. So, und habe ich jetzt mir was Neues gegönnt, deswegen ja auch keine neuen RC-Autos, weil ist ja teuer genug. So, und dann werden wir uns jetzt mal gleich hier drauf auf den Rechner begeben. Und dann werde ich euch mal zeigen, um welche Autos es sich handelt, über die ich reden möchte. Und ob die halt nun zu mir auf dem Kanal kommen oder auch nicht. So, und jetzt befinden wir uns auf meinem MacBook. Ja. Und hier haben wir dann auch die das erste Auto, über das ich mit reden möchte. Und zwar ist es der Notorious 6S. Ja, die neueste Inkarnation des Arma Outcast. Und ja. Ist mir ein bisschen ein Schleier, was das Auto jetzt genau soll. Warum, ich sag mal, das ist wahrscheinlich, für mich ist es das erste Produkt der Zusammenarbeit von Arma und Horizon Hobby. Das Fahrzeug oder die Fahrzeuge, die hier nachkommen werden, sieht man hier oben schon, BLX Granite 4x4, darüber werde ich gleich sprechen, die waren sicherlich schon vorher in der Mache. Ob der jetzt hier vorher in der Mache war, weiß ich nicht genau, weil ich sehe nicht wirklich den Sinn da drinnen. So, und jeder, der sich mit dem Wagen beschäftigt hat, wird das nämlich auch schon wissen, weil, ja, wir haben hier einfach einen Outcast mit einer anderen Oldschool-Karosserie drauf. Ja, diese Karosserie hat zwar ein Feature, dazu gleich mehr, aber ansonsten ist an dem Wagen nicht wirklich irgendwas neu. So, man sieht ja hier, alle V3-Upgrades oder V2 vom Outcast halt sind verbaut, Kugellager hat sich nicht geändert, nix. Hier sieht man halt dieses Feature. Es gibt einen schwarzen und einen blauen und die sind halt, ja, wie schon beim Big Rock von Arma, von außen lackiert, die Fahrzeuge. Ja, da kommt halt der Trick ins Spiel, denkt man sich, boah toll, die Farbe ist ja gleich wieder ab, wenn man einmal einen Kratzer reinmacht oder einmal auf dem Dach landet. Soll sie auch, weil dann kommt eine zweite Farbe zum Vorschein, die sicherlich von innen in der Karosserie ist. Und das soll halt dann den Metalllook ergeben, ne? Also als wenn er wirklich halt den Lack bis aufs Blech runtergeschrubbt hat. Das sieht man hier ganz schön. Dann haben sie hier da. So sieht dann Blau in Neu aus, in Matt und dann nach einer schönen Bass-Session mit, sieht aus wie von der Silver Sea, der Wagen. Und meine sehen natürlich nicht besser aus, wenn ich rumbashe, ist ja klar. Und dann die ganzen Schrammen, die entstanden sind durch Dachlandung und so weiter, sollen halt dann einen Used-Look halt ergeben, als wenn sie wirklich hier ein altes Auto haben. Ich habe zwar noch nie einen alten Truck gesehen, der auf dem Dach zerkratzt ist, weil er sich anderen überschlagen hat, aber naja, meine Güte. Ja, ansonsten ist hier alles gleich. Sie sind nicht mal ihrer Linie treu geblieben, die sie, das heißt, Arma ist seiner Linie natürlich treu geblieben. Aber die anderen beiden Autos, die jetzt hier rausgekommen sind, oder rauskommen werden, diese beiden hier, kommen jetzt Horizon Hobby typisch mit EC5 Steckern. Hätte ich mir persönlich beim Notorious auch gewünscht. Ich weiß, ihr schreibt jetzt alle auf. Ich nicht. Ich nutze ja XT90. Ja, XT90 ist ja der Trendstecker der letzten Jahre geworden in der deutschen Community. Und war für alle Arma-Fahrer, die das auch noch haben, auch wunderbar. Ich persönlich bin das nicht. Ich fahre EC5. Ich hätte mich darüber gefreut, wenn ich den Wagen jetzt testen wollen würde. Aber hier ist eigentlich zu wenig Neues. Der einzige Punkt, der dafür sprechen würde, ist, ich habe keinen Outcast. Ich habe auch keinen großen Arma derzeit. Ich habe nur meinen Granite 4x4 Extreme, wie ich nenne, mein Eigenbau auf Centen-Basis. Den habe ich, alles andere habe ich nicht.
Das wäre auch der einzige Grund, weswegen mich der Wagen ein bisschen interessiert, weil ich schon gerne einen Outcast wieder haben will. Oder allgemein so einen Stunt-Truck und mir nicht wieder einen Techno-MT aufbauen möchte halt, ne? Aber ihr wisst ja, ich kaufe mir ungern Autos, die ich schon mal hatte. Ja, der hier könnte eine Ausnahme sein, weil der Outcast echt geil ist und ja, er sieht schon cool aus und ich würde das wahrscheinlich gerne ausprobieren. Kommen wir zum nächsten Fahrzeug, über das ich reden möchte. Das sind die 4x4 1-10er Varianten als Brushless diesmal. Ja, was ist da neu? Natürlich die Karosserie, die Lackierungen sind neu. Diesen Look hatte der Granat ja schon vorher. Ich glaube, es gab aber keine orangen Zenten. Also, das ist dann irgendwie auch neu. Ja, Chromfelgen haben sie jetzt. Ja, das ursprüngliche Konzept der Fahrzeuge ist natürlich erhalten geblieben mit dem modularen System. Das heißt, modular ist ja nicht, aber also nicht so wie es Traxxas halt als modular ansieht. Aber man hat halt das Motormodul, was sich leider entfernen lässt, habe ich euch alles gezeigt in den Videos. Das Granite 4x4 Mega, den habe ich ja. Meine Tochter hat den. Mit dem Diffs herausnehmen, das Elektronikmodul, Motormodul und so weiter, ist ja alles genial gemacht, habe ich euch alles gezeigt. So, was haben die Brushless-Varianten jetzt neu? Die haben einmal, wie man hier sieht, einstellbare Spurstangen. Die haben eine Wheelie-Bar beide. Hier ist die in den Bumper integriert. Sein Schaft in der Mitte, der herausnehmbar ist, ist kugelgelagert, wie man hier sehen kann. Dauert. Ja, EC5-Stecker. Finde ich sehr gut. Also ich zumindest, ne? Ja. Ansonsten war es das auch, bis auf zwei Details. So, dann wollte ich jetzt nochmal gucken. Sieht man die hier auf der Giga-Seite? Ja, kann man nur erraten, dass die Videos mal automatisch losgehen müssen. Und zwar einmal hier. Das Hauptzahnrad ist ein anderes. Das ist jetzt in Modul 0,8, also gröbere Verzahnung. Hat auch statt 91 Zähne 54, glaube ich. Und die Differentiale sind auch im Modul angewachsen, auf 1,35 im Modul. Dementsprechend ist die Zahnzahl auch, hat sich die Zahnzahl sich geändert gegenüber der Mega-Serie. Das sind die hier. Da sind auch die Farben, die es vorher halt gab. Und hier sind halt die Beweise dafür. Also das ist halt, ist jetzt auch getrennt voneinander zu kaufen. Einmal das Diff-Case von dem BLX mit 37 Zähne und 13 Zähne der Tripling. Das Kunststoff ist geblieben, aber halt extrem große Verzahnung. Das war ja der Clou an der Sache halt. Kann man gut oder schlecht finden, wir haben bis jetzt keine Probleme damit. Und hier sieht man auch das 57T Modul 0,8 Hauptzahnrad. Und hier haben wir halt die Brushed-Version, 91 Zähne, 48 Pitch. Und hier war das noch ein Set alles mit 49 Zähne und 17. Also deutliche Änderung. Ja, die Anpassung wurde natürlich vorgenommen, um der Brushless-Power standzuhalten. So, Brushless-Power, da kommen wir zum Thema Elektronik. Was haben sie da eingebaut? Ich gehe davon aus, wieder umgelabelt Hobbywing-Sachen. Was ich auch ziemlich gut finde. Klappe hier bitte. Und zwar war die Elektronik doch hier. Taktikfunke ist geblieben. Dann haben wir einen 100 Ampere 3S-fähigen Regler. Das ist sicherlich ein Max 10 umgebaut, umgelabelt. Max 10 ST aber halt, weil wir hier bei 100 Ampere im Bereich sind. Der Motor ist auch halt mit 5 mm Welle ausgestattet. Wäre natürlich noch krasser gewesen, wenn das Hauptzahnrad Modul 1 hätte. Das wäre natürlich viel einfacher. Aber naja. Aber wir haben hier eine 3660er Länge mit 3200 kV. Also der Motor ist definitiv stärker und länger als in den 2WD Amas. Ja, finde ich sehr interessant den Wagen. Auch wenn Horizon Hobby den Preis, wie er jetzt auf der Webseite steht, von 309 Euro einhält, dann ist er nämlich, glaube ich, billiger oder gleich so teuer, wie aktuell die Mega-Serie gelistet ist. Nee, Quatsch. Die haben 300. Die sind irgendwie zu teuer gelistet, genau, das war das Ding. Die sind ja eigentlich mit 200, ach, keine Ahnung, Leute. Ich komme gerade durcheinander mit den Preisen. Die Seiten habe ich jetzt mir nicht aufgemacht, dann brauchen wir jetzt auch nicht nachgucken. Jedenfalls bin ich gespannt, was die denn endgültig kosten, wenn sie auf dem Markt sind. Und den hier würde ich gerne testen. Einmal, weil wir halt natürlich den Mega hier haben. Direkt einen Vergleich nochmal. Und ja, der reizt mich halt am meisten, ne? Und ja, wie gesagt, der Rest ist geblieben. Bleiben wir bei Horizon Hobby. Die haben in den USA zumindest bis jetzt noch eine neue Marke vorgestellt. Und zwar Force RC. Da gibt es zwei Autos mit sehr komischen Namen. Ein Truggy und ein Monster Truck in 1 zu 8. Die sich halt an Einsteiger richten oder beziehungsweise Low Budget sind. Das ist der Epidemic Monster Truck und der Muckraker Truggy. Ja.
Also, ich will jetzt hier keine Markennamen nennen und nicht irgendwie was schlecht reden. Ihr könnt euch alle an einen Teil denken. Wer sich aber das Design dieser Fahrzeuge anschaut, man achtet auf den Spoiler, die Karosserie an sich, die Felgen und ja. Wenn man jetzt zum Beispiel in die Partsliste dieser Fahrzeuge geht, zwar gehen wir mal hier rein, gucken wir mal, was es hier so gibt. Ah, hier haben wir einen Kunststoff-Hauptsatz oder Metall, das kann ich jetzt gar nicht sagen. Bei dem Preis denke ich mal Metall, aber wenn man sich das hier mal anguckt jetzt. So, hört das genau an. Der aufmerksame Zuschauer wird jetzt schon erkennen, das habe ich doch schon mal irgendwo gesehen bei irgendeinem in Deutschland verkauften Fahrzeug. Und jetzt sind wir wieder ganz zurück. Jetzt, wenn wir schon mal hier sind, wollte ich euch noch was zeigen, beziehungsweise ist mir gerade was eingefallen. Dann gucken wir, dass man eben auf die Schnelle finde. Was ja auch ziemlich verräterisch ist. Die Dämpferbrücke hier habe ich noch nie gesehen. Die sieht natürlich anders aus. Der Motorhalter ist auch kein Sliding Motor Mount. Jetzt habe ich leider vergessen, was ich gerade gucken wollte. Ja, ist ja auch eigentlich egal. Ja, jedenfalls sehe ich hier diverse Ähnlichkeiten zu einem anderen Fahrzeug. Oder zwei anderen Fahrzeugen. Die Karosserie ist auch eindeutig halt. Ja, jedenfalls der Bumper hier von dem Wagen ist auch verräterisch. Gut, aber wie gesagt, ich finde sie sehr interessant halt. Das sind 4S-fähige Fahrzeuge mit guter Elektronik halt. Zumindest halt der Regler ist ein umgelabelter Quick Run mit 100 Ampere. Der Motor ist ein 1600 KV Motor. Dicker aber. Und ja, Servo ist Vordersiegel gelabelt mit 10 Kilo. Das was taugt. Ich finde die aber ziemlich interessant, die Autos halt, wenn sie auch zu dem gleichen oder einen ähnlichen Preis um 300 Euro in Deutschland halt rausgebracht werden. Wir erinnern uns gerade, bei AMA haben wir gerade die 1:10er Version gehabt, wo ich sagte, da habe ich den Preis von 300 Euro gesehen auf der Horizon-Seite, 309. Wenn die das hier so übernehmen, alter Schwede, bis jetzt sind die nicht auf der deutschen Horizon-Hobby-Seite gelistet. Ja, wenn sie denn hierher kommen. Könnte ich mir durchaus vorstellen, einen von den beiden mal auszuprobieren. Gerade halt, weil ich natürlich halt da Ähnlichkeiten erkannt habe. Eine Sache ist auch das hier. Der dürfte euch bekannt vorkommen, dieser hintere Querlenkerhalter. Gibt es ja auch ein Upgrade von oder eine Versteifung vom POS. Ja, das sollte jetzt eindeutig sein, welche Autos ich hier drin erkannt habe. Ja, finde ich auch interessant. Könnte ich mir durchaus vorstellen, davon dann einen hier euch auf dem Kanal vorzustellen. Kommen wir jetzt zum letzten Fahrzeug. Genau, hier ist er, der Rustler 4x4. Wie ihr wisst, habe ich nun schon einige Tractors-Modelle in der Vergangenheit getestet und habe meine Meinung sehr geändert. Das kommt aber in den Reviews rüber später. Ich bin zur Zeit von Tractors sehr begeistert. Den moralischen Aspekt, was die abziehen halt oder mit Arme abgezogen haben, was Patentierung und Rechtsstreitigkeiten, Blätter von Hobbyco und so weiter angeht, lasse ich für mich außen vor. Ich will mein Erzählleben nicht von sowas bestimmen lassen, sondern ich möchte einfach halt geile Produkte testen und ich denke mal, hier haben wir wieder ein geiles Produkt. Weil auf den ersten Blick dachte ich, habe ich das hier gesehen, ist mir natürlich im Video aufgefallen, wo er so ein Wheelie macht hier, sieht man das hier. Da fährt er noch irgendwie und ja, keine Ahnung. Jedenfalls, wo er das hier gemacht hat, von anderer Seite gefilmt, habe ich halt sofort das LCG-Chassis erkannt. Das hier ist aber ein neues LCG-Chassis. Der Wagen hat einen anderen Radstand als ein Slash. Das kann man hier unten sehen. Ein Slash hat mehr als 295 mm Radstand. So, also die haben definitiv haben die ein neues Chassis für den Wagen halt entwickelt. Dann hat er neue Querlenker. Vorne und hinten gleich. Die sehen sehr dick aus. Sieht man auch gleich auf folgenden Bildern. Differenziale hat er, habe ich jetzt mal nachgeforscht. Man sagt, habe ich zwar auf Facebook teilweise geschrieben, boah, da sind ja nur das Slash-Differenziale drin. Aber hier hat man halt wieder diese schöne Skizze vom Auto, wie man ihn so halt, kann man natürlich anklicken hier, Reifen und so weiter halt über die Punkte, da kommt ja auch noch eine Erklärung, was daran so besonders ist oder was es halt ist. Kann man den Wagen einmal ein bisschen ausziehen und dann kann man ihn ganz nackig machen. Antrieb ist natürlich immer sehr interessant. Da haben wir hier einmal ein Revo-Spec Slipper-Kupplungssystem, also 32 Pitch hat dieses Hauptsatzrad auf jeden Fall. Ja, ich denke mal, wenn sie sagen Revo-Spec, ist es wahrscheinlich das, was mal am großen Revo dran war, bevor er halt richtig gut wurde, sag ich mal. Die Wellen haben auch eine neue Artikelnummer, habe ich geguckt. Die sind nämlich als neue Wellen gekennzeichnet. Die Nummer ist auch definitiv neu und hat kein anderer 1:10er Wagen von Tractors bis jetzt in seiner Explosionszeichnung.
Die Diffs haben die gleiche Artikelnummer wie beim Slash Ultimate, Stampede 4x4 und so weiter. Es gibt aber tatsächlich halt auch zwei verschiedene Diffs. Also in den Brushed-Modellen hat Traxxas andere Differenzial drin, mit einer anderen Nummer. So. Hätte mir gewünscht, dass die hier definitiv halt auch darauf irgendwie hinweisen, oh, das ist hier was ganz Neues, was wir drin haben, aber die schreiben halt nur Revo-Spec-Diffs. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Wenn ihr auf die Welle klickt, haben sie halt geschrieben, dass sie die neu gemacht haben. Wahrscheinlich sich irgendwie. Ja, größeren Durchmesser haben sie jetzt. Aber das ist definitiv mit einer neuen Nummer versehen. So, was ist noch mir aufgefallen, was noch neu ist? Nanu, jetzt habe ich die Dinger hier aufeinander gemacht oder was? Also. Ja, Plastikdämpfer, die Ultra Shocks. Naja, kann man halten von was man möchte. Wenn die Reifen genauso gut sind wie beim Erevo, dann sind sie sehr gut. Wheelie Bar hier hinten haben sie eine neue entwickelt, die ist integriert. Den Akkuhalter hier finde ich auch ganz interessant konzipiert. Den kann man natürlich wieder umdrehen, das kennt man halt schon. So hält er halt dünne Batterien. Andersrum wird er halt größere Batterien halten, dann werden die Batterien von dieser Fläche hier gehalten, gehe ich von aus. Ja, bin ich auch gespannt drauf. Ja, ihr merkt schon, ich habe Bock auf die Karre halt. Dämpferbrücken sind andere oder ähnliche halt, aber da ist natürlich das Konzept drinne für die Karosserie. Die Karosserie hat nämlich wieder eine Clipless Body Mode, nennt man das in das Traxxas, ja. Da sieht man das. Bekannte vom X-Max und vom Erevo 2.0. Ja, die Talon EXT 2.8 Reifen, also quasi eine verkleinerte Version. Bumper haben sie auch vorne neu gemacht, der dafür da ist, halt so ein, ja, vom Design her so geeignet sein soll, dass er halt gut über Hindernisse rüberrutscht. Allgemein sieht das ja auch aus wie ein, auf den ersten Blick wie ein Erevo, ne? Wie der Erevo 2.0. Die Karosserie, das Design ist sehr ähnlich, man hat auch hier oben diese Schutzhutze drauf. Ja, hier noch ein paar schöne Fotos. Also ich habe wirklich Bock auf die Karre und hoffe, dass ich euch den auf dem Kanal hier zeigen kann. So sieht natürlich mein Erevo. Also von der Parkierung her aus haben sie sehr ähnlich gehalten. Ja, ich finde, ja, Traxxas wieder ein gutes Update gebracht. Sie bringen jetzt ja gerade noch wieder einen neuen Brush Slash raus, wo ich mir am Kopf fasse, was soll das? Da habe ich auch in die. Es lohnt euch sich überhaupt, Leute, immer in die. Guckt euch die Explosionszeichnung an, um zu gucken, was für Teile haben sie da verbaut. Beim neuen Brush Slash haben sie nämlich da nichts geändert. So. Das nur Karosserie drauf, das finde ich immer affig. Hier haben sie wirklich auch neue Chassis entwickelt, neue Querlenker und so weiter. Das finde ich gut. Neue Wellen. Es sind zwar wieder Kunststoff-Teleskop-Wellen, aber ich werde hoffentlich euch zeigen können, wir werden zusammen testen können, taugen die hier was, halten die oder nicht. Das gleiche gilt natürlich auch für den BLX Granite halt, der auch weiter mit Kunststoff-Wellen fährt. Ja, das soll es auch gewesen sein. Er war glaube ich schon gelistet für $390 in den USA. Bin mal gespannt, zu welchem Preis er hierher kommen wird. Und ich hoffe, ich werde euch den zeigen können. Das war halt meine Einschätzung von den neuen Fahrzeugen, die es so gibt. Und ich hoffe, dass ich davon euch einige vorstellen kann. Wenn nicht noch zwischendurch noch andere geile Autos vorgestellt werden. Aber die mich halt mehr reizen. Ne? Aber das soll es gewesen sein. Ich werde euch, also ich bin nicht weg. Ich bin noch da. Und ich hoffe, es geht bald weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.